Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal etwas Außergewöhnliches. Ich bastel an meinem Main-System rum. Also ich habe mir jetzt eine Kamera dahingestellt, habe hier noch die GoPro stehen, dass man Nahaufnahmen sieht. Und werde jetzt hier etwas tauschen an diesem System, was das Schlimmste ist, was man tauschen kann, meiner Meinung nach. Das Mainboard. Ich habe ja, wie einige von euch schon wissen, mir dieses wunderschöne ASRock Sonic Board geholt, Z790. Und das werden wir heute hier einbauen. Das hat übrigens auch eine geile Backplate. Ich feiere das übelst. Ich zeige euch das später noch in Nahaufnahmen. Darauf kommt ein Intel i5 13600K. Ich habe zwar aktuell einen 12700K. Dieses Upgrade macht nicht sehr viel Sinn, aber ich habe es gesehen, fand es cool und habe es gekauft. Ja, dann haben wir dabei noch den Kingston Fury Renegade RAM mit 6000 MTS, 32 Gig, RGB beleuchtet, pipapo, sehen wir hinterher auch noch alles. Und ich werde jetzt erstmal mein System mehr oder weniger auseinanderklamüsern und dann mal schauen, wie weit wir kommen. Weil ich habe nicht so viel Hoffnung. Wenn ich mir die Front hier so angucke, ich halte schon mal mit der GoPro drauf, dann seht ihr mal, was hier Phase ist. Also staubtechnisch bin ich ganz vorne mit dabei. Ich glaube, es wird auch höchste Eisenbahn, dass ich das mal wieder mache. Und mache das natürlich dabei noch schön sauber, die Verkabelung und so, versuche ich das ein bisschen zu zeigen. Die Wasserkühlung muss runter. Ich hatte erst überlegt, das Netzteil zu tauschen, aber das Netzteil, was jetzt da drin ist, das reicht völlig aus. Ist, glaube ich, ein 750 Watt Netzteil und für ein 13600K mit einer 3080 reicht das dicke. Von daher werde ich es wahrscheinlich drin lassen, habe ich nicht ganz so viel Arbeit. Ihr habt euch das Video gewünscht bei mir im Livestream auf Twitch. Gerne mal vorbeischauen, Follow da lassen. Ich bin da öfters jetzt wieder live. Und da wurde halt gesagt, ey, wenn du das Ding umbaust, weil das wussten die ja, weil die den Karton gesehen haben immer im Hintergrund, dann mach ein Video drüber und ein Livestream. Ja, Livestream geht nicht, weil Hauptsystem, worüber ich streame, das wird umgebaut, hätte ich meine Testbench nehmen müssen, hätte bestimmt irgendwo funktioniert, aber das ist dann doch schon sehr viel Arbeit, deswegen mache ich jetzt einfach ein Video, das muss reichen. Ihr seht, das ist das Shakun CA300H. Das habe ich vor geraumer Zeit von Shakun mal als Review-Ware bekommen und da bleibt das System auch drin. Also ich werde auf jeden Fall die neuen Komponenten da einbauen, weil ich das Gehäuse nach wie vor immer noch feiere. Es ist aus Metall oben, vorne, man hört das ja auch so ein bisschen. Hat eine einigermaßen getönte Scheibe, hat auf der Rückseite auch eine Scheibe. Das heißt, man sieht jegliches nicht vorhandene Kabelmanagement. Aber gut, kommen wir gleich auch noch zu. Ich sehe jetzt aber schon, ich muss auf jeden Fall einen Staubsauger holen und das Ding mal sauber machen. Und wer jetzt denkt, ich wäre mit irgendeiner Art von Vorbereitung in dieses Video reingegangen, nein, da müsst ihr jetzt durch. Der Staubsauger steht hier. Ich mache das Ding jetzt mal sauber und halte in der Zeit die GoPro mal da drauf, dann seht ihr das nämlich auch. Wenn ich mir das jetzt so angucke, sage ich euch ganz ehrlich, will ich nicht wissen, was bei dem Netzteil an dem Staubfilter so klebt. Ich habe den auch Ewigkeiten nicht sauber gemacht. Das hier ist übrigens diese Thematik mit der Rückseite. Also es hat eine Glasrückseite, ist nice to have, wenn man Kabelmanagement beherrscht, aber ich beherrsche es halt einfach gar nicht. Jetzt machen wir hier oben erstmal die Schrauben ab. Das ist ein bisschen wie beim Lian Li. Haben sie sich ein bisschen arg beguckt hier. Das kann man hier so abmachen. Oh, der Radi sieht aber noch gut aus. Der ist noch relativ sauber, die Oberfläche jetzt nicht so. Aber der Radi ist noch relativ sauber. Da brauchen wir gar nicht viel machen. Und auch hier ist es so gelöst, dass man quasi die Glasscheibe, ich weiß, das Gehäuse steht jetzt falsch für euch, aber die Glasscheibe einfach hochdrückt und dann hat man die in der Hand. Die könnte ich eigentlich auch sauber machen, wenn ich mir das gerade so angucke. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so eine Clean-My-PC-Folge. Also, Senchili macht das ja gerne, das weiß ich. Ich hoffe, das wird da nicht so ausufern. Ich will auf jeden Fall das Board da reinkriegen. Kennt ihr den schon? Das ist jetzt hier CA300H Shakun Lian Li der Bauer Edition. Der Aufkleber war irgendwo mal mit bei. Den habe ich mir da drauf gepappt, weil ich ihn cool fand, weil der aus Alu ist. Guckt euch das mal an. Ja gut, wann guckt man mal dahinter, ne? Boah, direkt im Staubsauger ran. Und ich sehe, dass das Mainboard gar nicht richtig in Aussparung drin ist. Irgendwas habe ich da damals verdübelt, aber ist egal. Wir machen erstmal das hier sauber. Übrigens, habt keine Scheu davor, irgendwie mit dem Staubsauger an so einen PC ranzugehen. Wenn da jetzt Lüfter sind, die sich potenziell durch den Luftstrom natürlich drehen könnten, einfach mit dem Finger dran halten und festhalten und dabei absaugen. Also viel passieren kann da nicht. Oder ihr steckt irgendwie einen Schraubendreher vorsichtig da rein, dass er sich eben nicht drehen kann. Und dann saugt er eben da drüber, dann ist das Thema auch gegessen. Übrigens meine ich,
dass man den Filter hier unten... Der ganze Tisch ist schon wieder eingesaut, ey. Ich meine, den Filter kann man hier unten rausziehen. Muss ich mal schauen. Ich glaube, so war das. Ja. Och. Ja. Ah, doch. Ja, so ein bisschen. Machen wir auch mal sauber. Okay, es ist doch schon ein Unterschied. Es war doch etwas mehr, als ich dachte. So, der ist wieder einigermaßen free. Den schieben wir jetzt wieder da unten rein ins Case. Und jetzt seht ihr hier auch schon die 3080, die Arctic AIO, die übrigens wunderbar hier reinpasst. Und das ganze Mainboard muss hier raus. Das heißt, ich werde jetzt erst die Grafikkarte ausbauen, den Wasserpumpenkopf, der ist ja nur mit diesen vier Rändelschrauben festgemacht, die ganze Nummer dann rausnehmen, sofern das geht mit der Wasserkühlung, sollte aber. Die ganzen Kabel natürlich ablösen. Oh Gott, das wird ein Horror, ich sag's euch. Und dann knallen wir hier dieses wunderschöne Mainboard da rein. Ich habe euch das noch gar nicht gezeigt, ne? Das hat hier oben... Wenn man die Kamera, seht ihr das? Dieser Ring, der dreht sich. Ich fand es einfach cool, weil Sonic draufsteht tatsächlich. Ich habe mich jetzt nicht großartig um die technischen Specs bemüht. Das ist auch das Ziel dieser Hersteller. Aber ich fand's cool. Ich finde das Design geil. Also blau-silber. Ich bin ja eher nicht so der Typ von blau-silber, blau-weiß, aber das ist jetzt nebensächlich. Da packen wir gleich einen Prozessor drauf. Hier kommt der DDR5-Rahmen drauf und dann knallen wir die ganze Geschichte da rein. Im Endeffekt, um das kurz zu erklären, ich werde jetzt hier einfach nur die Stromkabel abklemmen. Die werde ich auch so drin lassen, weil hinterher einfach nur das neue Board wieder reinkommt. Die Stromkabel kommen ab, wir lösen diese beiden Schrauben hier und dann habe ich die Grafikkarte eigentlich schon in der Hand. Da hinten ist noch so ein kleiner Nupsi, den man drücken muss dafür, aber dann kommt sie halt raus. So, jetzt hat man hier oben so eine kleine Nase, die drückt man quasi auf das Board rein. Das hat meistens jedes Mainboard, also es gibt mittlerweile Mainboards, die haben hier einen Knopf, dann drückt man da einfach nur, aber ich drücke jetzt hier oben auf diese Nase und dann kommt mir die Grafikkarte eigentlich auch schon entgegen. Ja, und da ist er auch schon. Recht easy. Es ist staubtechnisch tatsächlich noch okay. Da ist jetzt nicht so viel los. Die Lamellen sind auch noch relativ frei. Das ist okay. Ja, wenn man die so in der Hand hat, ne? Das ist nur eine 3080. Das ist so ein Brummer, ne? Das ist unfassbar. Die Dinger werden immer fetter. Fast so wie ich. Ist übrigens noch eine Elgato Capture Card drin. Die werde ich jetzt auch noch rausbauen. Die bleibt auch draußen, weil Lexi die braucht, weil die jetzt in Zukunft irgendwie Mario Kart oder so streamen will. Und da braucht die halt eine Capture Card für. Ja, das ist dieser HD 60 Pro. Kann ich tatsächlich wärmstens empfehlen, wenn man irgendwie vorhat, über PlayStation, Xbox oder was weiß ich, Switch oder so zu streamen. Man hat quasi einen Eingang und einen Ausgang, kann dann hier das Signal von der Switch reinlenken. Hier kommt es dann wieder raus an euren Monitor und das, was quasi hier über diese Datenleisten übertragen wird, wird dann in OBS angezeigt. Das hier ist übrigens noch eine Soundkarte, muss ich gleich mal gucken, welche genau das ist. Mir reichten die Anschlüsse auf dem Gigabyte-Board nicht, weil ich ja auch noch die ganzen Mikrofone und so hatte. Jetzt mittlerweile brauche ich sie nicht mehr, weil ich auf ein anderes Mikrofon umgestiegen bin. Vielleicht lasse ich die auch draußen. Das ist irgendeine Creative Sound Blaster-Karte. Man sieht das hier oben auf der Platine. Da hat man halt die vollen Anschlussmöglichkeiten. Ne? Hätte ich wahrscheinlich auch über das Mainboard realisieren können, aber ich fand es irgendwie so besser. Und das ist diese PC-Check-Grafikkartenhalterung, die gibt es in verschiedenen Farben. Ich hatte die noch übrig, habe mir die dann da reingeklemmt. Die gibt es auch in verschiedenen Größen. Wer da irgendwie Bock drauf hat, gerne mal auf unserem Discord vorbeischauen. Da ist ein Kollege von mir, ein Mod, der druckt die im 3D-Druck. Die könnt ihr in der Höhe verstellen, dass die Grafikkarte eben nicht so den Arsch runterfallen lässt. Ne? Den werden wir auch gleich wieder schön da reinsetzen. Wobei ich dazu sagen muss, mit dem Sonic-Board wäre eine blau-silberne natürlich ganz cool. Ich nehme jetzt zur Sicherheit auch den RAM hier oben raus, damit ich da, falls ich da irgendwie anecke, dass ich den nicht verbiege, weil man sieht es ja, der ist jetzt nicht so fest. Das ist übrigens ganz normaler Corsair Vengeance RGB Pro, DDR4, 3600 MTS, 32 GB insgesamt. Wir packen ja gleich DDR5 rein, das heißt, der wird auch erstmal übrig bleiben. Und jetzt müssen wir natürlich die ganzen Strippen hier rausnehmen. RGB-Verteilerkabel, Audiokabel, Ein- und Ausschalter ist hier dran, hier vorne haben wir noch USB, natürlich Stromversorgung, ob ich da oben so gut drankomme? Ich glaube es eher nicht. Ich glaube, ich muss die Wasserkühlung tatsächlich einmal rausnehmen, damit ich überhaupt an diesen Stromstecker rankomme. Das wird noch interessant. Kurzer Zwischenstand. Ich habe jetzt hier auch diese schwarze Blende rausgenommen. Die sieht so aus. Die ist einfach nur hinten mit so zwei Schrauben am Gehäuse festgemacht. Das kann man auch alles noch verstellen. Ihr seht hier diese ganzen Schlitze. Sonst wäre ich nicht an die SATA-Kabel drangekommen. Ich habe noch ein paar SSDs hier drin und unter anderem auch noch eine HDD, um meine ganzen Videos auszulagern. Und jetzt muss ich noch den Pumpenkopf abnehmen, weil ich sehr wahrscheinlich auch noch die Wasserkühlung, also der Pumpenkopf musste sowieso ab, aber die Wasserkühlung muss raus, sonst komme ich oben nicht an diese Stromkabel von dem CPU-Stecker dran. Würde ich jedem wärmstens empfehlen, das kommt jetzt auch nicht aufs Gehäuse an großartig, man kommt dann immer sehr schlecht dran. Natürlich gibt es riesige Gehäuse, wo das so geht,
Aber bei dem ist es halt so, erst das Mainboard einsetzen, Stromstecker dran und dann die Wasserkühlung einbauen. So, und da haben wir das gute Stück auch schon. Guck mal, wie schön das hier verteilt war. Das hat hundertprozentig funktioniert. Das ist auch keine besondere Wärmeleitpaste, das ist irgendwie 0815, völlig wurscht. Hier schlummert jetzt noch der 12700K. Den hätte ich natürlich übernehmen können ins andere System. Aber ich wollte einen aus der 13er Serie. War jetzt nicht die beste Entscheidung. Der 12.7er hätte dicke gereicht, aber so ist es halt. Und was in keiner Butze von einem PC-Bauer natürlich irgendwie fehlen darf, ist Isopropanol-Spray mit Ceva. Damit kriegt ihr die Wärmeleitpaste am besten runter. Es muss natürlich kein Spray sein, aber guck mal, wie schön das hier damit geht. Ein bisschen im Kreis bewegen. Auch wenn die festgebappt ist, das geht dann eigentlich relativ gut. Übrigens, wenn Isopropanol irgendwie, warum auch immer, auf das Mainboard gelangt, ist das nicht sonderlich schlimm. Das verflüchtigt sich halt ganz normal wieder. Aber ihr seht schon, der ist jetzt wieder richtig schön sauber. Klar, unter den Klemmen ist noch ein bisschen was. Das mache ich aber später sauber. Hauptsache, ich saue mich jetzt nicht ein. Und das gleiche Spiel machen wir natürlich mit dem Pumpenkopf, weil da gleich wieder neue Wärmeleitpaste drauf kommt. Und das reicht auch schon aus. Da kommt ja gleich eh neue drauf, dann ist er eh wieder eingesaut. Die Wasserkühlung habe ich jetzt rausgeholt. Man sieht es ja, der Radi, der liegt hier, aber der sieht tatsächlich auch noch relativ sauber aus. Natürlich hier so ein bisschen Staub drin. Ich hätte mehr erwartet. Es scheint wirklich so, als wenn dieser Filter, der hier vorne drin war, das meiste abgehalten hat. Ich meine, guckt euch den Klopper hier mal an. Da müsst ihr wirklich aufpassen, welches Gehäuse ihr nehmt. Ne? Wenn das jetzt irgendwie ein ziemlich kleines Gehäuse ist, ist es sehr, sehr selten, dass die dann da reinpasst. Das hier oben sind übrigens diese Kabel, die ich meinte. Da kommt ihr natürlich nicht hinter. Das ist auch noch hier oben mit so Klemmen befestigt. Da kommt ihr nicht hinter, wenn die Wasserkühlung oben drin ist. Deswegen habe ich die jetzt einfach ausgebaut. Dann habe ich auch gleich mehr Platz, um das Mainboard einzusetzen und so. Jetzt liegt das Mainboard auch schon brach. Jetzt machen wir hier noch die Schrauben ab. Hier oben habe ich, eine weggelassen, ich faule Stück. Naja, wir schrauben hier jetzt die Schrauben überall los und dann packen wir das Sonicboard gleich da rein. So, hier haben wir das Board, den Prozessor lasse ich jetzt einfach drauf, der wird ja eh nicht weiterverwendet. Hier hole ich jetzt noch die SSD runter und dann wäre es das eigentlich auch schon soweit mit der Kiste. Dann holen wir das Sonicboard gleich dabei. Auch hier habe ich für die ganz Faulen einen kleinen elektrischen Schraubendreher. Wenn ihr viele PCs baut und so, das ist echt eine Wohltat. Auch gerade bei der Wasserkühlung die ganzen Schrauben abzumachen, ist schon geil. Ist halt für die ganz Faulen. Hier haben wir schon die SSD, das ist eine PM9A1 von Samsung. Ich muss eigentlich mal gucken, ob hier drunter auch noch irgendwo eine SSD ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe so viele Festplatten im System einfach. Deswegen schaue ich jetzt am liebsten mal nach. Hier sind tatsächlich noch zwei weitere SSDs drin. Warum sieht die so komisch aus? So, hä? Naja, egal. Ich schmeiße die jetzt mal eben noch hier runter und dann packe ich die gleich auch auf das andere Board. Was ich natürlich noch ganz vergessen habe, hier ist noch die Backplate und diese Abstandshalter von der Wasserkühlung drauf. Die müssen wir natürlich auch übernehmen, weil die Arktik, die kommt ja mit rüber. So, hier knallen wir jetzt auf diesem Hauptslot, sage ich mal, die PM9A1 rein. Und hier unten sind noch weitere Slots, die schraube ich gleich ab, diese Blende, die hier drauf ist. Das ist ja auch ein Kühler, ne, wenn man so will. Ist zwar ziemlich dünn, dafür ist der hier ziemlich dick, das ist ganz geil eigentlich. Und da packe ich gleich die anderen zwei drunter. Ich könnte natürlich auch hier noch eine reinpacken. Ja, ich muss mal gucken, wie ich es mache. Hier haben wir auch eine Folie, die sollte man auf jeden Fall abziehen, weil das stellt quasi den Kontakt zu dieser Kühlfläche hier her und dann wird die SSD auch ein bisschen gekühlt, wenn die mal ein bisschen mehr zu tun hat. Und auch hier haben wir zwei Kühlpads, da werde ich nur eins von benutzen. Klar, ich will ja auch nur eine SSD darunter bauen. Jetzt, wo die SSD soweit alle drin sind, werde ich den Prozessor da einsetzen. Ich sage euch nur eins, seid sau vorsichtig mit diesen Kontakten. Packt da gar nicht erst drauf und keinen Schraubendreher draufhalten oder sonst irgendwas. Alles schon gesehen. Deswegen sage ich es. Einfach Prozessor reinsetzen, zumachen, dann ist Ruhe im Karton. Und hier haben wir jetzt halt den 13600K. Den packen wir jetzt da drauf. Im Übrigen könnt ihr den Prozessor nicht falsch drum draufsetzen. Ihr habt hier nämlich oben so kleine Kunststoffnasen und das schützt quasi vor Verdrehen. Und das ist die reine Prozessormontage. Da ist nicht großartig was bei, wirklich einfach nur runterdrücken, dass das Ding hier so rausploppt, das ist normal. Dann würde ich mal sagen, setzen wir das Board jetzt mal ins System. So, das Board ist soweit drin. Ich habe auch hier oben schon Strom wieder angeschlossen, ganz normal ATX Power und so weiter, ist alles schon drin. Auch hier unten Audio, RGB und Power Switch. Im Übrigen, dieser Stecker hier, ne? Das ist dieser USB 3.0 Stecker hier vorne für diese Frontanschlüsse.
Wer diesen Stecker bzw. dieses Kabel entwickelt hat, der soll sich bitte vergraben gehen. Das ist nämlich so richtig räudig. Das kriegt man nicht richtig hier rumgebogen. Ich habe jetzt diese Platte, die man Gott sei Dank verschieben kann bei Shakun, einen nach rechts gesetzt. Dadurch liegt das jetzt natürlich ein bisschen offen hier, aber dann ist das Kabel nicht so unter Spannung. Das Coole ist, dass sich die Anschlüsse gegenüber dem Gigabyte Mainboard kaum unterscheiden. Also ich konnte wirklich alles, was schon vorher so lag, direkt wieder anstöpseln. Das war eigentlich ganz cool. Man darf nämlich nicht davon ausgehen, dass die Mainboards alle gleich sind. Klar, es gibt so Standardsachen wie hier unten Power Switch und sowas. Die sind meistens rechts unten in der Ecke oder auch Audio, dass es links unten ist. Sobald es aber in Richtung RGB geht, kann das auch hier oben sein oder da oder hier oder so. Nö, das war jetzt zum Glück da, wo auch das bei dem Gigabyte Board war. So, jetzt knalle ich noch eben die Wasserkühlung rein, dann die Grafikkarte. Ich glaube, ich lasse die Soundkarte so echt draußen. Ich muss mal gucken, ob ich die Blenden hier noch finde, dass das nicht so löcherig aussieht, aber ja. So, den Radiator, den haben wir jetzt soweit verbaut mit den Lüftern und tatsächlich ist hier ganz schön wenig Platz. Also das ist ja der Spannungswandlerkühler, genauso wie der hier, aber der ist jetzt gerade uninteressant. Der kollidiert fast, aber auch nur fast. Da ist jetzt noch so 2 mm, 3 mm Spiel. Und genau das gleiche Problem habt ihr halt auch hier mit dem RAM dann, wenn das Gehäuse zu niedrig ist, dass hier die Lüfter dann quasi mit dem RAM kollidieren. Ist jetzt hier nicht der Fall, ist aber eine enge Kiste, ne? Ich nehme jetzt ganz normale Wärmeleitpaste, das ist irgendwie von einem LC-CC120 Luftkühler, die schmiere ich jetzt da drauf, das reicht eigentlich für gewöhnlich. Wer jetzt die ultimativen Temperaturen will, der nimmt natürlich eine andere, aber die reicht bei einer Arktikdicke aus. Ich habe jetzt einfach mal so einen Streifen da drauf gemacht, natürlich drückt es sich dann zur Seite hin ein bisschen raus, das ist aber nicht so schlimm. Eigentlich ein bisschen weniger geht auch, ja, ich habe es aber so gemacht, das passt. Und wichtig! Bei der Arktik, bitte baut sie so rum ein. Hat unter anderem diesen Grund, dass ihr hier so einen kleinen Lüfter drin habt und der lüftet dann quasi hier durch diesen Schlitz und kühlt dabei noch die Spannungswandler. Wenn es jetzt andersrum ist, nicht ganz so schlimm, aber baut ihn bitte so rum ein, dass dieser Kringel quasi oben ist. Ich habe schon oft Systeme gesehen, wo das Ding nach unten gebaut war, deswegen sage ich es jetzt extra nochmal. So, Pumpe sitzt jetzt drauf, Verkabelung habe ich auch gemacht. Es gab doch einen Unterschied zum Gigabyte Board. Und zwar hat die einen 12 Volt RGB-Anschluss und der war vorher da oben. Jetzt muss ich das Kabel quasi hier drunter herlegen, zur Seite hin und dann unten zum Mainboard. Ist aber nicht schlimm. Und jetzt bauen wir diese Schmuckstücke hier ein. 6000 MTS, 32 Gig. Reicht für meine Verhältnisse. Video schneiden, ein bisschen daddeln und so, das geht schon. Die sehen schon geil aus, oder? Hey, mir gefallen sie richtig gut mit diesem leichten Metallic-Effekt. Und dann sind sie hinterher auch noch RGB beleuchtet hier oben. Ja, ich finde die schön. Yippie, da war wieder ein Aufkleber dabei. Der kann hier schön auf die Seite mit Roman seinem Aufkleber hier unten in der Ecke und hier Shakun und da Shakun und der kommt dann irgendwie. Ja, mal gucken. So, jetzt kommt der dicke Oschi da wieder rein und dann gucken wir mal, ob das System rennt. Was mir gerade noch eingefallen ist, das Case hat eine Grafikkartenhalterung, aber trotzdem stelle ich jetzt meine noch zur Deko da rein. Das macht doch noch einen kleinen Unterschied. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber wenn ich die, doch, wenn ich die da drunter klemme. Ah, ich lasse es jetzt so. So, Stunde der Wahrheit. Da unten leuchtet schon so ein bisschen. Das wurde auch so angeteasert bei der Werbung. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich ihn einschalte. Ich habe noch nichts gemacht. Oh. Ey, jetzt brauche ich nur noch ein Bild, ne, und ich bin happy. Ohne Witz. Oh, der RAM leuchtet auch schon. Perfekt. Das ist schon mal gut. Wasserkühlung dreht auch. Brauche ich nur noch ein Bild auf diesem Monitor, und dann bin ich happy. Ja gut, der macht jetzt natürlich erstmal einen Self-Test. Kann ein bisschen dauern. Oh! Ich glaube, ja. Oh, wenn er jetzt direkt ins Windows geht, ne, ohne dass er rumkackt, weil vorher war eine ganz andere Hardware drin, bin ich happy. Komm, geh ins Windows. Genau, Windows 11. Ja, ich habe zwei Stück, ist auch egal. Komm schon. Geräte werden betriebsbereit gemacht. Ja gut, das ist klar. Wie cool. Ich freue mich. Jetzt muss ich gleich nur noch XMP und so aktivieren, das erspare ich euch aber. Ja, ja, der Umbau, der hat funktioniert. Super. Direkt auf Anhieb. Geil. Lüfter drehen soweit auch alle. Die hätte ich eigentlich auch noch sauber machen. Ah, scheiß drauf. Ich bin happy. Ich bin froh, dass es läuft. Kann ich vielleicht gleich noch live gehen? Mal gucken. Das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich sehe gerade, dass das Mainboard diesmal passt. Wie bei dem Gigabyte eben. Irgendwie war das schief drin, keine Ahnung. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht gemacht habt. Es gibt auch noch ein 10.000 Abo-Special. Vielen Dank nochmal für die ganzen Abos. Ich halte euch auf dem Laufenden. Discord. In diesem Kanal, auf Twitch auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.